Servus Freunde, heute wieder Veni eSports Content und zwar mit dem League of Legends Team, denn die haben es jetzt offiziell geschafft. Wir sind in den Playoffs für Div 3. Das Ganze findet Anfang August statt, mehr Infos dazu gibt es ja noch im Video, aber in dem Video seht ihr jetzt hier, wie wir uns den Spot gesichert haben. Also viel Spaß, lasst ein Like da für mehr League of Legends und für Veni eSports Content und bis zum nächsten Mal. Wir picken LeBlanc. Was ist denn da los, Alter? Da kracht jetzt aber massiv. Bro, meine Klimaanlage läuft hier auf 17 Grad und mir ist scheiße heiß, wie kann das überhaupt sein? So, was habe ich verpasst? Nice, ich habe einen Kindred. That's pretty neat. Kannst du kurz erklären, Draften allgemeines, aber noch nie LOL gespielt. Aber grob erklärt, das ist halt ein 5 gegen 5. Du spielst halt verschiedene Champions, die du picken kannst. Und hier im Draft kann praktisch ein Team bannen, also beide Teams bannen Champions, die von keinem der beiden Teams gepickt werden können. Und dann pickt man abwechselnd Champions. Das ist so ein bisschen Mindgame-mäßig, wer dann was pickt und so weiter. Das heißt, es ist wichtig in den 1v1-Matchups, wer gegen wen spielt, weil du halt Vorteile haben kannst. Also beispielsweise, wir haben jetzt unsere Matchups hier. Toplane spielt Jax gegen Sion, okay. Jungle spielt Sejuani gegen Kindred. Midlane ist Syndra gegen LeBlanc. Botlane ist Zaya und Braum gegen Karthus und Thresh. Das ist unser Setup, mit dem wir jetzt in das Game reingehen werden. Wenn du dich so gut auskennst, wirst du doch nicht Silber sein. Ja, ich war immer, also die Seasons davor, die ich gespielt habe, war ich immer Platin und mein Peak war Tier 2. Ich habe das letzte Mal aktiv League gespielt, 2017, glaube ich, oder so. Ja, schöner Hook. Schöner Damage. Sehr schöner Damage. Yesalame. Oh mein Gott, da kam jetzt Stack, let's go. Campstack bekommen. Oh, Denner, was für ein Hook. Was für ein Hook. Wunderschön. Schöner Botlane-Push. Ja, das Game ist schon over eigentlich. Ich will jetzt nicht toxic sein, aber das ist halt einfach schon over. Das war ein Mark, oder? Hat Ini das gemarkt? Oh, es ist juicy. Warum spielt Marok nicht immer Karthus? Oh, hier. Schön. Alles gut. Marok! Okay, he misses those. Bro! Okay, ja, es ist over das Game. What the fuck? 4K Gold liegt Minute 9. Das ist so GG. Der hat noch Flash. Ja, der hat noch. Ist der dabei, oder? Ja, ja. Der kann machen, was er will. Und das Mark spawnt vor seinem Gesicht. Junge, Alter. Also in dem Game ist alles für uns. Wenn Eni jetzt noch den Braum gerade gemarkt hätte, Alter. Jesus. Minute 11, 5 Marks. Ich bin hier in Hook Range. Ich kann ruhig spielen. Ah, so. Syndra könnt Bucke jetzt spielen. Moven die Move. Syndra moved. Das Blade Waven raus, oder? Schon wieder ein Drake. Und ist ein safer Olympic als Melfighter, I guess. Shit's about to go down, bro. Oh shit. Ini wurde outplayed. Noch ein Hook. Mit deiner hier, oder? Ja, kann gut sein, kann gut sein, ja. Ja, ein 10. TV auch. Get ult. Okay. Nice, Exhaust. Alles halt Autschi, Autschi. Alter, Jax ist ja so ein dummer Champion, what the fuck. Bro, was zum Fick? Der 1v3'd fast. Ben. Den haben wir. Aber die Dead Shoulder. Also nicht die. Guck in 2. Bin fein. Sind, oh, langsam, langsam. Ja, ich also raus. Think. Care Z Shoulder. Wenn die hart gehen, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ja, ich sehe. Look. Ich hab Syndra. Double Knockout. Wenn wir hier irgendwie hier drauf auf die Backline. Ja, die sind alle dead. Er stirbt. Würde es bei jeweils einzigen einen Decider geben? Nein, weil es ist kein Best of Two oder so, das gibt's nicht. Wir sind in einer Gruppenphase. Und die Gruppenphase wird bespielt mit einem Double Round Robin. Das bedeutet, jedes Team spielt gegen jedes Team zweimal. Allerdings funktioniert nicht so, dass es jedes Mal ein Spiel nur ist und dann eine zweite Runde sozusagen. Sondern das Hinspiel und das Rückspiel ist am selben Tag. Das bedeutet, es sind eigentlich zwei BO1, die am selben Tag stattfinden. Habe ich nicht Zeit. Aufpassen, da sind drei Leute. Ich möchte noch nicht tippen. Ich habe in 3 Hookfixer. Ja, Nation 8, guys. Und für uns ist das Game wichtig, das zeige ich euch nach dem Game hier. Aber wenn wir das gewinnen, dann ist es schon safe eigentlich, dass wir Playoffs sind. Jetzt haben wir Nash. Bro, Ini hat 8 Stacks. Warte. Nice Hook. Look, Braum safe schon.
Both knock. Ist okay, wir fighten. Ich ult jetzt, ich hab super gut Backline ult. Nein. Sind tot, brother? Ja, ein Ult-Attack noch. Sind dran. Okay, ja, lass finishen. GG. Aber schau, wie viel Damage dieser scheiß Jax gemacht hat. Der hat mehr Damage gemacht als Eni. What the fuck? Macht so keinen Sinn. Der hatte keine Presence in dem Game, er macht mehr Damage als Eni. So. Und zwar, aktuell ist es so, es gibt gesamt bei 8 Teams, eines ist disqualifiziert, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir, also wir müssen hier in die Top 2 kommen, okay, dann steigen wir, dann gehen wir in die Playoffs für Aufstieg. Bottom 3, 2 sind Relegation und eines ist direkt Relegated und die sind Klassenerhalt, okay. Und wir spielen aber für Aufstieg, das heißt, wir müssen in die ersten 2 kommen. Jetzt wurden noch nicht alle Games gespielt, Road for 15 ist disqualifiziert. Ansonsten gibt es, glaube ich, gesamt eben 12 Games zu spielen, weil du spielst gegen jedes Team, 6 andere Teams, zweimal. Am Ende müssen 12 zusammenkommen, okay? Team Urage steht 7-3, wir stehen 6-4. 6-6 ist MyInSport hier drunter. Die haben aber schon alle 12 Games gespielt. Und wir haben gerade gewonnen, das heißt, wir stehen jetzt eigentlich gerade 7-4. Das bedeutet, wir sind schon mal safe über denen. Gegen Engines haben wir gerade gewonnen, das heißt, die stehen jetzt 5-4. Das heißt, wir sind auch safe über denen und die können uns auch nicht mehr einholen. DKP Diamonds Raw steht 5-5. Wir stehen jetzt 7-4. Das bedeutet, wir müssen jetzt verlieren und die müssten gewinnen, damit wir Gleichstand haben. Aber im direkten Vergleich haben wir die gewonnen. Das heißt, meines Erachtens nach ist es vollkommen egal, was jetzt noch passiert, wir sind weiter. Die können euch einholen, wenn jetzt 1-1. Die haben noch ein Game. Oder? Die haben noch nicht gespielt. Ach, die haben noch nicht gespielt. Stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Das bedeutet, wir sollten das jetzt auch noch gewinnen. Also wenn wir das jetzt gewinnen, dann stehen wir 8-4. Und dann ist scheißegal, was noch passiert. Auch wenn die 2-0 gegen den gewinnen. Weil dann stehen die jetzt 5-5. Dann gewinnen die 2, dann stehen die 7-5. Wir stehen aber 8-4. Und dann steht Urage auch 7-5. Und dann sind die weiter. Dann sind wir Erster sogar. Das wäre sogar besser für uns. Also wenn wir jetzt gewinnen, sind wir safe in den Playoffs. Wie sieht das in den Playoffs aus? Ja, das ist jetzt eben kompliziert. Pass auf, zeig dir das gleich, okay? Es gibt nur 2 Division 3, okay? Es gibt nur 2 Division 3. Und da steigen jeweils maximal 3 Teams ab, ja? Ich weiß auch nicht, wie fix das jetzt ist, dass die schon absteigen oder ob das schon ausgespielt ist. Keine Ahnung. Aber das sind maximal 3 Teams, die absteigen können, okay? Pro. Das heißt 6 Teams gesamt. Das Problem ist aber, es gibt 10 Division 4, okay? Und wie wir gerade gesehen haben, an unserem Beispiel, wir sind Division 4.6, nur 2 können aufsteigen, beziehungsweise sind qualifiziert für die Div 3 bis 4 Playoffs, okay? Und das Ganze wird so funktionieren, von jeder dieser Divisions 2 Teams kommen und es gibt 10, das heißt 20 Teams kommen hier, okay? 20 Teams sind qualifiziert für die Playoffs, aber es kommen nur 6 Slots. Das bedeutet, das Problem, was wir haben werden, sind, insgesamt sind 26 Teams, die sich um 6 Slots battlen werden. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das Format abläuft. Spielen zuerst alle Div 4 Teams gegeneinander und die spielen dann gegen die Div 3 Absteiger oder wie funktioniert das? In einem 16er Double Elimination Bracket aufeinander. Okay, also es wird dann so funktionieren, dass wir in einem Best of 3, ist es Best of 3, ja, oder? Steht nicht da. Aber die Vorrunde ist am 3. August um 20 Uhr. Dort spielen wir in einem Best of 3 gegen irgendein anderes zweitplatziertes oder erstplatziertes Team aus Division 4. Lass mich mal schauen, wer das sein könnte. Infernal Void, das steht schon mal fest. Oder Permitter Esports vielleicht. Keine Ahnung, ob da noch jemand kommt. Division Academy, Münster Esports, Ace Gaming Spades, Kappa Esports, Münster Esports Cobalt Cobras, Black Lion Unleashed Cape. Junge, hier gibt's einfach CC State Punks, ich glaub's nicht. Ich wusste gar nicht, dass die ein LoL-Team haben. Artemis Esports, Team Bash Gaming, Quila, Big Chroma. Roma ist das Big Female Team. Die waren in Wien jetzt bei For The Win. Lumi und Dress. Austrian Force will haben Ice. Da ist das, wo Pika spielt, ne? Unsere Chancen stehen aber nicht so schlecht, glaube ich. Muss ich ehrlich sagen. Aufzusteigen. Was? Wir spielen Belveth? Was ist das denn jetzt? Was spielen wir für eine Comp? Protect the Aphelios? Kessadin. Kessadin würde mir sehr gefallen in der Comp, muss ich ehrlich sagen. Ah, schade. Wir draften was anderes. Ah, Kessadin wäre big gewesen. Also, wir spielen Maokai Jungle, Melfa Toplane, Jace Mitte und Aphelios Lulu Bot. Gegner spielen Lucian Braum Bot, Kali Mitte, Seju Jungle und Jax Top. Das Toplane Matchup wird Resident Sleeper, genau wie vorher. Wenn Aphelios stirbt, verlieren wir das Game. Und die spielen halt 3 Backlane Diver. Mehr oder weniger mit Lucian. Ja. Fertig, schön, mit ihm Waste. Schöner Try, schöner Try. Muss man ihm lassen, das war ein sehr guter Try. Das war ein sehr, sehr guter Try. Wollen die nicht diven? Schade, Freunde. Bro, was? Directed Camera, hallo? Kill Delivery. Sepp hat immer noch TP, kann jetzt chillig die Wave reinpushen, Base gehen, shoppen, wieder Toplane laufen, ohne zu TPen. Und für den Drake haben wir dann TP, Level 6 Malphite und der Jax kann nichts machen. Der ist literally useless jetzt. Schöner Try hier von der Kali. Ja. Die hat nichts. Ich TP auf Bord. Kein Flash, kein. Langsam schwimme ich vielleicht, ne? Ja, ich hab den Poli. Okay, der kann blocken.
Ich bin top. Eni kommt Mitte, maybe. Das reicht aber nicht. Das ist schade. Boah, ich glaube, da haben wir ein bisschen miscommunicated, dass da auf den Tower TP'd wird. Aber wir können das trotzdem diven, glaube ich, honestly. Kein Flash, kein Kleins, ne? Die wissen. Midwave ist pretty cringe, aber ist okay. Ja, den als erster. Was? Geht raus, ne? Eni muss top aufpassen, dass er nicht gedived wird gleich von dem Jax. Soli ist dead, I guess. Schade. Ja. Baitet das, maybe, baitet das. Ich komme hier auf den Ward. Die gehen raus. Okay, wir können das diven, wir können das diven. Die diven dieses Shit. Ich habe keine Ahnung, was Aphelios macht, ich verstehe diesen Champion bis heute nicht. Okay, wir donaten einen zweiten Drake, aber dafür holen wir uns Towerplate Stop. Wir versuchen einfach Aphelios zu feeden. Oh, ja, jetzt, go. Checks the beat, bitte. Ich holte. Wir können hier die Arcane einfach killen. Und ab jetzt spawnen nur noch Infernal Drakes. Also die nächsten zwei Drakes, falls die Gegner beide bekommen, sind Infernal Drakes. Und nachdem vier Drakes gesamt gekillt wurden von einem Team, spawnt der Elder Drake. Und der ist halt dann der OP-Boss. Der hat so einen Execute. Alles, was unter 25% AP ist, wird einfach geone-shottet. Akali dead again. Oder? Maybe not. Ah. Der kann Torhüt bekommen. Was ist das denn? Illegal. Ich halte zur Mitte. Nice. Top Tower auch für Marok. Und Marok wird so big gefunnelt. Junge, er hat 4k Gold Lead over Delusion, Alter. What the fuck? Akali TP Punish, maybe? Oh, Marok ist sehr, sehr out of position. Hier, aber wir sind saved. Oh mein Gott, Melfin ult! Bomber! Bro, das ist ein sehr, sehr awkward Teamfight. Look. Ach, Mitte Wave. Nah, Bro, nix. Was für Mitte Wave, wenn man 4 Mann ultieren kann. Ach du Scheiße. Junge, da hat's so gekracht, Junge. Marok ist so fucking huge gerade. Infernal Drake, zweiten Herald kriegen wir. Junge, Marok hat casually 5k Gold Lead über den gegnerischen ADC. Holt die? Das läuft. Ihr geht actually top, oder? Marok Turbo Smurf. Oh, nicht wegtrollen. Toplane Herald, sehr schön. Oh, Dash für Inhib sogar. Very nice. Another charge. Bomba. Was? Können wir Inhib? Dank? Ja, wir können hier. Ich hab ihr auf dem Checks. Ich bin auf der Akali. Ja. Was? Und das? Nice. Zu krank. Very, very well done. Lass unten rein. Ich tippe ihn flank. Reinfliegen, Alter. Hier, braun. Kali in uns. Protect. Nice. Akali kommt, ja, Alter. Einfach Mitte runter. And there we go. Jetzt GG's, Freunde. Und wir gehen Playoffs. G-fucking-G's, Freunde. 2 von 3 Teams von Wien Esports Playoffs. Eines in Div 2 relegated. Wir nehmen das. So, wir schauen nochmal kurz in die Stats ran, Freunde. Philius gigabroken. Damit ist mein Team safe in den Playoffs. Wir sind jetzt in den Playoffs. Safe, okay. Und wir spielen Playoffs für Div 3. Am 3. August spielen wir die Vorrunde. Da spielen wir gegen irgendein Team, was in einer anderen Div 4 Platz 1 oder 2 geworden ist. Wenn wir das BO3 gewinnen, dann kommen wir in die generelle Runde rein. Upper Bracket. Und spielen dann vom 5. August bis 7. August in den Playoffs.